Gut, jetzt kann ich wieder Adora benutzen. Embrace the Sun! Was hatte ich eigentlich von Countersnipe, dem neuen Spiel von Ninja Kiwi? Also ich hatte 20 Minuten Spaß und danach, also nicht mal 20 Minuten, 15 Minuten Spaß hatte ich etwa gehabt. Verursache 1 Milliarde Scham mit dem Blumenmeister, ich müssen, alles klar. Ich habe keine Chimps-Medaille mehr, ne? Muss dummerweise erstmal wieder was machen. Bevor ich neue schwarze Medaillen, schwarze Ränder kriege. Hey, ist der Hüpf ist voll widerlich auf Chimps. Super eklig. Heimgesucht geht gerade so. Ja, irgendwann mal. Was hältst du von Pokémon? Finde ich cool. Ist nicht esse ich auch, aber ich esse sie, ja. Ist halt dafür, Profit für die Firma zu machen. Hä? Was? Mach ausgehöhlt. Okay. Oh, ein Platz war's geil. Sehr schön. Das ist eine gute Idee. Achso, Counter-Snap. Ja, sorry, Pokémon. Ich war gerade ein bisschen AFK. Ja, hast recht. So, wir machen mal die Helden hier hin, die ganzen Einheiten hier hinten, dann vorne der Meister-Alchemist dann sein kann. Ja, Profit für die Firma. Das ist irgendwie schade. Ich finde das Spiel echt nicht gut. Also wirklich ganz, ganz kurzer Spielspaß hatte ich gehabt. Im Angespielt, da hat man da vielleicht auch gemerkt. Och. Ich hätte noch ein gratis Sofa aufsetzen können, ich Opfer. Und die Balken sind nicht schwarz, sondern vom Spiel, die haben so ein Muster. Da weiß ich nichts von. Kommst du eigentlich immer mal zur Gamescom? Ich saß das letzte Mal vor 5 Jahren oder so auf der Gamescom und ich werde nie wieder hingehen. Ich habe mir gesagt, ich werde nie wieder zu dieser Kackveranstaltung gehen, weil die einfach nur nutzlos ist. Die Veranstaltung ist lediglich dafür da, mal ein paar Leute zu treffen. Aber erstens ist mir die Zugreise zu lang, nach Köln sind irgendwie 6 Stunden. Dann ist es mir dort zu teuer. Aber es kostet schon ordentlich Geld. Das Ticket kostet Geld. Und wenn ich drin bin, auf der Gamescom, dann ist es einfach sowas von voll, dass ich nicht mehr irgendjemanden finden würde dort. Nee, ich gehe nicht mehr auf die Gamescom. Forget it. Meine Wohnung hat 70 Quadratmeter, Azazel. Für mich alleine. Aber die ist ja auch in dem Hintergrund gemietet, dass ab und zu mal jemand bei mir pennt zur Übernachtung. Wie findest du das Update von BT6? Richtig gut, Speaky, richtig gut. When you get ignored, kannst du Koop machen. Habe ich am Anfang gemacht, Sanctuary. Aber Koop ist stinklangweilig. Weil es einfach ultra langsam ist. Deswegen tut mir leid. Gerade nicht. Ich muss ja auch meine Singleplayer-Mission irgendwann mal machen, Mann. Ich habe mir eine 15-Dollar-Karte gekauft. Was soll ich mir holen außer BTD6? Membership bei mir auf dem Kanal. Na, schön Mitgliedschaft. Lecker. Dann hast du dich ja in deinem Video fast falsch gesagt, dass es 2 Wörterchen gibt. Es sind ja 3. Jo, haben auch die Leute in den Kommentaren schon festgestellt. Ich habe leider Azili überhaupt übersehen. So, ich würde sagen, wir sparen mal auf ein paar Plantagen. Vielleicht machst du mal eine eigene Veranstaltung in Berlin, die da kommen. Nee, da würden halt nur 10 Leute hinkommen. Lass mal, wenn überhaupt. Ich nehme am liebsten meinen Teleporter. Yo. Hab ich vorhin schon gelesen. Leute, irgendwann muss er Koop machen. Eben, sobald ich mit Singleplayer durch bin, muss ich ja Koop machen. Also, die Frage ist, kommt es früher oder später? Entspannt euch. Ach, ich liebe Adora. Ah, so eine geile Heldin. Bitte Bombenturm, mehr jetzt nicht. Ich muss erstmal Geld sparen für meinen Meister-Alchemisten. Er braucht halt 1 Milliarde Schaden, ne?
Wahrscheinlich werde ich das hier dann einfach noch in der Folge machen. Eine Milliarde Schaden für den Meisteralchemisten. Easy going. Sag mal schön selber, ist mir zu doof hier. Fiu, 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 fiu. Komm, gib mir den Pixel, Alter. Also ich wäre dafür, dass er nur Singleplayer macht und dann Ende Januar muss er wohl Koop machen. So sieht's aus. Wäre mir auch ehrlich gesagt lieber halbe Welt, muss ich gestehen. Dass ich jetzt erstmal Singleplayer durchspiele. Und dann rein Koop mich fokussiere. Aber viele sehen das irgendwie anders. Adora nimmt hier ein Zelda, echt? Ja, so ein bisschen, ne? Drei göttliche Blitze auf einmal. Drei, ja? Und jeder durchströmt gefühlt 10 Bloons. Wie viel Schaden. Wahnsinn. So, Meisteralchemisten. Versuchen wir erstmal. Ich gehe Gold dadurch, ne? Ja, Spur zum Gold und Gummi zum Gold. Das heißt, wir werden das mal ganz kurz rauf pushen, um etwas mehr Gold zu bekommen. Bin wieder da. Welcome back, Notch Apple. Was ist denn los, Timmy? Was ist falsch mit dir? Nee, $50 jedes Mal. Für jeden Bleibung $50. Voll geil. Okay, Ramex, ich muss mich gleich für ein paar für meinen für den Dings vorbereiten. Für den Moa. Müsste eigentlich, wenn ich das jetzt mache, der Zeppel, das Uwe kann die ganze Zeit angreifen, weil ich so eine fette Range habe. Das ist so ultra geil. Bombenturm später. Alter, warum, Cedric? Ich habe doch letzte Runde den Bombenturm gebaut, oder nicht? Das verstehe ich nicht. Bling, bling. Ah, das kann man wieder weg, oder? Oder? Kann ich weg? Ich weiß noch nicht so richtig. Dunkler Tempel oder was? Nee, Meister Alchemist. 1 Million Popcorns. 1 Milliarde Popcorns, sorry. 1 Million ist ein bisschen wenig. Oh, 1 Milliarde Popcorns mit ihm. Hast du Lieblingsmap mit BT6? Nö, tatsächlich gar nicht, Jonathan. Oh, weg hier, Alter. Zu stark. $48.000 brauche ich. Dorthin sollte machbar sein, ne? Sollte sehr einfach machbar sein. Hi Blockstrike, Hilfe, es leckt. Ah, dann nur bei dir. Der Zed ist ja auch Hohepriesterin, ist sie? Mann, nee, Mann, nee, Mann, nee. Hi Corinna. Ja, aber 04 nicht, sondern, aber nicht, ja. Du weißt schon, dass das einfach mal 42.000 kostet? Nur mal so zur Info. Adora ist einfach so stark. Das ist so abartig. Jetzt weiß ich, ein U-Boot war. Ja, ganz cool. Na gut. Ich hätte meine Uhr doch nicht verkaufen sollen. Ich hätte hier vielleicht mal was machen sollen. Ich glaube, es hätte ausgereicht.
Ja, hätte locker ausgereicht. Warum tue ich das nicht? I don't know. Was wir aber bräuchten wäre... sowas. Nicht verkehrt. Denkst du, Adora wird genervt? Definitiv. Aber sowas von. Mir geht's gut, Corinna und dir. Hast du schon TFT LOL gespielt? Nee, aber bin ich jetzt auch nicht sehr der Fan von. Hat mich jetzt nicht gereizt, das als ich es angeguckt hatte. Da gab es für mich Schöneres, muss ich sagen. Double Cash Mode ist nur für Noobs, außer man ist auf ganz großes Money aus. War es einfach nur... ja, aber ich bin halt nicht in einfach, ne? Ich spiele hier keine einfache Mission, sondern halt schwer. Und der ist sogar platzbar. Ist sogar noch teurer. So, 50.000 Gold brauche ich. Das heißt, jede Dings voll und ich bin safe. Oh, da gibt's Geld. Na, es gibt lecker Geld. Sehr schön. Ninja Kiwi, klopf, klopf. Was los? Sorry, dass ich zu spät gekommen bin. Kein Ding, Blockstrike. Glaubst du, du würdest jemals eine Runde, die bis 100 geht, ohne Bugs aushalten? Da habe ich schon öfters gemacht. Mache ich jetzt nur, weil ich einfach das Geld brauche, um ihm mehr Schaden zu geben. Ist ja nicht so, dass ich es bräuchte. Ist ja nicht so, dass ich schon Chimps gespielt habe und es da keine Banken gibt. Und du bist Runde 100 spielen musst. Wusstest du, dass Adoro mehr Zöpfe dazu bekommt, desto mehr Blitze sie schießt? Das ist mir nicht aufgefallen, aber werden wir gleich sehen. Habe ich. Es fehlen also auch nur noch 18.000, bevor ich den Meister Alchemisten ins Leben rufen kann. Da wird er noch ein bisschen gebufft, der Alchemist, und dann kann es losgehen. Ja, 1 Milliarde brauche ich noch. Ursache: 389 Millionen Schaden habe ich ja schon gemacht. Also es ist fast erledigt. Oh Gott. Ja, irgendwie sieht das nicht so geil aus. Zu spät. Zu spät, zu spät. Moin, Plasma. Widerlich. Zwei Continuous benutzt. Das ist ja schlecht. Wir nehmen an. Bei unseren Schimmernschaden bei Blutzer Mordklasse. Eigentlich ist es egal. Das ist besser hier oben. Einfach zum Grund, dass sie auf 1 reduziert werden. So, da komm mal weg hier. Jetzt muss er halt nur noch irgendwie mal die Zeppelin da. Na, bam, 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 bam. Na, leider ist er sehr langsam. Das heißt, wir brauchen einen Alchemisten, nicht einen Alchemisten. Wir brauchen ein Affendorf für einen Alchemisten. Ach. Das kann doch nicht wahr sein! Voll zum Kotzen. Blumenaufschlag. Benutzen wir einen Bombenturm, Leute. Benutzen wir ihn! Mit einem kleinen Stun, den ich noch nicht benutzen kann. Aber ich habe hier noch ein bisschen Geld. Also ich habe mit Doppelcash immer wieder verloren, weil ich dachte, das reicht, was ich gebaut habe, BD5. Ja, Überschätzung, ne? Was bin ich die Adoro-Fähigkeit, die du nicht benutzt? Der Blut-Dingensen. Du kannst einen Turm abfahren und kriegst dafür Erfahrung. Du kannst natürlich auch so bezeichnen Adora. Da, die Heldenvorstellung guckst du dir gerne an. Mhm.
Ah, kannst du einen Turm opfern und kriegst halt dafür. Bam! Aha, nice Damage. Ja, die ganzen Zeppelin braucht man halt. Kriegst du dafür Erfahrung. Was macht die Bank, wenn sie voll ist im BD6? Nichts. Nicht mehr einfach leer sein. Kein Geld mehr produzieren. Also bei Rand 8 lassen wir den Zöpfen. Findest du die derzeitige Star Wars Trilogie? Ich habe mich für Star Wars überhaupt noch nicht interessiert. Juckt mich nicht. Wenn es in der Schule wurde heute einer geschlagen, weil er schwul ist. Aha. Dann hat eure Schule ziemliche Probleme. Schade. Ich glaube, der macht zu viel Schaden, Mann. Ja, auch. Schon. Ich glaube, woanders hin. Brauchen wir erstmal ganz entspannt Zeit, mich eigentlich müssen, ein bisschen Damage zu machen. Ist okay. Was man machen können, ist hier ein bisschen Frozen. Eiszapfen und tiefgefrieren. Ja. Auf der ersten schon besser. Damit die so lange wie möglich vorne sind. Ich meine, ich müsste aber noch mehr Schaden machen kann. Weil der auch super. Alter, wie viel Damage macht der bitte schön? Ja, fuck. Welche Serie schaust du momentan? The Purge. Und bam, 3000 Schaden. Und nichts. Doch, da nochmal 3000 Schaden. Ja, da brauche ich halt 1 Milliarde. Ja, also quasi das 200 oder 2000-fache. Irgendwie so. 3 Monate kein BT gespielt, direkt eine einfache Mission verloren. Ja, so ist es. Du bist trotzdem der Beste. Ja, Logo. Ich kann keine Heli. Manchmal verstehe ich. Hört ihr mich? Hallo? Test? Hört ihr, was ich sage? 1 Milliarde Schaden auf den Meister missen? Was ist das super kontraproduktiv, wenn ich einen Turm setze, der super viel Damage macht? Und Marco ist den Alchemisten, den können wir bauen und dann buffen. Wo ist denn hier? Der Pier nehmen wir nicht. Mit Übertakten und Ultra Boost. Nice. Ah, 85.000 Schaden schon. Jeder Zeppelin bringt mir super viel mehr. Na, 86.000. Er hatte super lange Nachladezeit mit seinem Trank. Und bam. 12.000 Popcorns. Easy. Was arbeitest du? Ich habe einen Bürojob, Jonathan. Was ist die neue Version von MBT 6? Version 14? Ausrufezeichen. Nee, Adora funktioniert nicht. Auf meinem Kanal findest du das Video dazu. Ein Update-Video. Zum neuesten Update. Ich kann es dir aber auch gerne verlinken, das ist kein Problem. Das sind ja Klicks für mich. So, da ist das Update-Video zu Update 14. Viel Spaß beim Looky Looky machen. Test, ja, also, hallöchen, hi, hi, grüße mich, hi Zocker. Oh oh. Ich bräuchte mal was, um Tarns zu sehen. Wäre gut. 113.000 Popcorns, wir brauchen halt 1 Milliarde. Ja, 1 Million ist halt nix. Wir brauchen 1 Milliarde. Mal gucken. Was arbeitest du? Ein Bürojob. Sag dir was, ich höre nicht. Bin uns 3 Tage schon am fast Ende der Strecke. Ja, kann man machen, kann man machen. Echt machen, ja. Welchen Zweig soll ich denn dazu noch kaufen? Hm, 10.000 Schaden. Hm, und jetzt nochmal. Oh, 9.000 Schaden, aber ist zu wenig. Oh, 7.000. Mh, 9.000. Oh, lecker. Mh, 8.000. Oh, komm her.
Kannst du bitte aufhören, die anzugreifen? Finde ich nicht in Ordnung von dir. Permastachen, wo sie genervt wurden. Ja, kann man auch machen. Kann man auch machen. Ist auch possibel. Machen wir mal. Balloon-Vernichter. Was wäre, wenn Adora so würde oben noch dazu eine weitere Schicht platzen? Was wäre, wenn Adora so oben würde oben was? Permastacheln, 36.000. Aber die Frage ist, was nehmen wir dazu? Bei einem Sonntempel natürlich. Bei uns in der Schule wurde. Ah, schon was drin machen, schon, schon geantwortet. Bam. Wir müssen irgendwie noch verlangsamen, die Gegner. 30.000 Popcorns, immerhin. Ach, der schmeißt über die gesamte Map, ja. Das ist also völlig Latte. Haha, 21.000 Popcorns, easy. Huch, DDTs. Sieht schlecht aus, wa? Bitch. 532.000, 530.000, eine halbe Million haben wir gleich und das dann noch 1.000 Mal. Dann haben wir es geschafft. Und wie der kleine Trank immer angeflogen kommt. Er ist ja voll widerlich, ich mache da irgendwie keinen Damage mehr, ne? Nicht mehr so viel. Hast du schon Spende 500k auf einmal? Nee, habe ich auch noch nicht. Voll widerlich, ey. 14.000 Popcorns, sehr nice. Da sind halt die Wehr-Bats. Da, wo du den 5-5-Reißeinwerfer hinplatziert ist, hast, ist dumm. Warum? Ist genau richtig. Der soll nur die letzten Bloons kaputt machen. Ist alles in Ordnung. Was wäre, wenn Odora eine weitere Schicht platzen lässt, so wie oben? Kann sie doch. Macht sie doch mit Stufe. Ja, Stufe 15. Alles für sie Bloonschicht. Macht sie. Ja, die DDTs sind voll ekelhaft. Alter, übertreibt halt! ...817.000, das ist irgendwie noch nicht so viel. Das ist gerade aber 1 Million mehr, ja, das ist halt nix. Am Anfang der Map, das ist gut, ne, gute Idee mit dem Kleber. Superklebstoff. Danke, gute Idee. Ich finde sie stärker als Adora, weil sie eine Bad ohne Ableger zerstören kann. Ja, aber bis zum Bad musst du erstmal hinkommen, ne? Bis dahin ist natürlich Adora viel besser.
Komm, schmeiß deine Stand, danke. Was deine scheiß Turm, Tränke. Werde morgen erstmal noch Geld fahren, um mir Adoration, das ist eine sehr gute Idee. Weg! Es waren 28.000. 40.000, ja. Als Gott haben wir immerhin 1 Million mehr, ne? Im Vergleich zu vorher. Mal gucken, wie wir lange was durchhalten. Und ich will nicht zu BTG gekommen. Danke. Kein Ding, Chaoskiller. Moin, spuckt's. Ich hätte in die Mitte von dem Mund so ungefähr platziert. Ja, aber will ich ja gar nicht. Ich will ja, dass der Alchemist so lange wie möglich seine Tränke werfen kann. Der ist nicht dafür da, die Morphs kaputt zu machen, der Reißnagelwerfer. Der ist dafür da, die ganz normalen Blues kaputt zu machen. Da befehlte der Affen-Nachrichtendienst. Ja, von Anfang an eine weitere Schicht und mit dem Upgrade 3 Schichten. Ja, so sieht's aus. Macht der Schaden, ne? Ja. Na dann. Ich muss mal kurz Adora übernehmen. Aber die Kugel macht gar nicht so viel Damage. Schnüff. Wurde die Kopfform eigentlich verbessert? Bin ich mir unsicher. Würde ich mir nicht für meine Haut ins Feuer legen. Stupid! Wobei, ich habe da Permastachen, dann ist alles okay. Und die Kugel des Lichts! Bam! Ja, die macht auf der Stufe halt kein Damage. Brauchst halt höhere Stufen. Ein 023 Insta-Affe. So, lasset das Blumenfarben. Das Blumensfarmen beginnen. Mal gucken, wie lange wir es durchhalten. High Pictures Man, Ultra Booste doch einfach den Meister. Ich müsste, das geht dann schneller. Ja, kostet ja auch nur 144.000 das Upgrade. Weil ich nur mal so erwähnt haben. Piu! Wie der Trank immer geflogen kommt. Piu! Ich finde, dass die Gruppe mir verbessert wurde, okay. Ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung gesammelt. Muss es auch noch nicht sein. 1,5 Millionen. I'm not happy. Und sonst muss ich es leider für mich alleine machen. Immer wieder runden bis ohne 200 oder so. Und irgendwann hat man's. Du ignorierst mich, ja. Alter! Wenn du schnell schreibst, Junge, böse Smileys, traurig, Junge, Was erwartest du von mir? der Pionier 050 kostet 144.000 Gold. Die kann ich mir leider nicht eben so mal einfach aus den Rippen schneidern. Geht leider nicht, auch wenn ich gerne wollen würde. Stehen viele irgendwie nicht. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Also ganz entspannt. Kannst du mal Pet den Gorilla spielen? Habe ich letzte Runde gemacht. Auf 14 sogar mit dem neuen Skin. Ist leider ein bisschen zu spät. Hey, Nintendo.
Wenn Owen am Anfang drei Schichten platzen lässt, wäre er besser als Adora. Hm, wenn Owen am Anfang 10.000 Schaden macht, globalen Angriff hat und 10.000 Angriffe pro Sekunde, wäre er dann besser als Adora. Er ist halt so, wie er ist. Und er macht halt nicht so viel Schaden. Deswegen brauchen wir gar nicht darüber reden, ob er besser wäre. Er ist es halt nicht. Na, war auch schon ganz ordentlich Schaden, der Eisaffe. Auch schon bei 2 Millionen, na immerhin. Immerhin ein 500stel. Schon mal fürs Achievement. Mach bitte Ninja-Affe 005. Mach bitte dies 005, mach bitte das 005. Auch wenn du das gemacht hast, bin ich unzufrieden. Mach bitte das 005. Wenn du mich ignorierst, dann bin ich böse auf dich. Und ich sage dir, was du zu bauen hast. Wie wär's, lieber Simmy, wenn du das Spiel einfach mal selber kaufen würdest und einfach mal selber die Firma bauen würdest? Was hältst du davon? Oder noch eine bessere Idee. Du fängst an, einen Stream zu machen und ich sage dir, was du zu bauen hast. How about this? Alter, 40.000 Popcorns jedes Mal dazu. Voll geil. Wie lange machst du freies Spiel? Naja, ich habe gehofft, eigentlich ein paar, ein bisschen hier, ein paar Popcorns kriege, aber irgendwie ist das ziemlich langsam. Da kann dann das Owen. Nee, tue ich gar nicht, ich liebe ja Owen weiterhin. Aber es ist halt einfach nur so, dass Adora einfach besser ist, von den Stats her. Dann kann man mit immerhin 333stel von dem Achievement, das geht schnell voran. Geht fix voran, muss man sagen. Danke, wenn du es machst, dann findet er ja nur. Was? Würdest du einfach behaupten, ich würde ihm was sagen, was er ständig bauen soll, was überhaupt nicht sinnvoll ist? Nein, ich doch nicht. Ach, Quatsch. Ach, never. Ich bin eine gute Seele, kennst mich doch. Ja, ich doch nicht. Ja, das stimmt, ne? Jetzt ist halt die Zeppelin runden. Deswegen muss man bis ohne 100 spielen, weil dann nur Zeppelin kommen. Fast nur. Adora schon zu 20? Immer noch nicht. Alter. Wie lange zum Geier braucht die? Alter, die ist auf der Runde 100, nicht mal Level 20? Was ist das denn, Alter? Einfach auf 5 Millionen, immerhin. Nicht verkehrt. Bringt das schon mal gut für voran. Ah, der hat einfach mal ein halbes Level bekommen. Nice. Oh, ein Bat. Bat, 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 bat. Aber nicht so gut, dass du mich endlich mal bezahlen solltest. Ja. Weißt du, ich verdiene noch nichts. Hast du meine YouTube-Einnahmen gesehen? Nur 2 Millionen Euro pro Video. Das geht halt nicht. Halt. Ich fühle mich ja so ein bisschen ausgebeutet hier. Was machst du für eine Mission? Ich versuche die 1 Milliarde Schaden auf dem Alchemisten zu bekommen. Nutz mal Benjamin, gute Idee. Könntest du nur einen Dark Monkey zum Pionier setzen? Da hinten ist dein Pionier ganz allein. Oh, okay, alles klar. Kriegt ein bisschen Gesellschaft. Oh. 3,7 Millionen Popcorns. Die kriegen auch immer noch mehr Leben dazu, ne? Das ist ja das Wichtige daran. Je weiter ich komme, desto mehr Leben kriegen die. Und desto mehr Popcorns mache ich. Oder desto mehr Popcorns kriege ich. Aber ich hasse die Bats. Das ist so dumm. Was ist so dumm? Kannst du mal das Armor auch zu den Waffen verbessern? Warum? Stimmt. Hast recht. Nur Angriffsgeschwindigkeit. Das ist eine gute Idee. Die Leute, die den Korb am meisten abfangen, sind die, die mit ihrem Benjamin kein Geld für Benjamin geben, um für Adora zu sparen. Ich habe hier unten nur Affen. Hier, da unten ist einer. In sicherer Umgebung.
Na ah, komm, gerade nur Moabs gerade. Das bringt wenig. Popcorns, die schon ein bisschen mehr. Uff. Übertreibt halt, Alter. Kev Röser, 99 Cent über Superchat gespendet. Ich danke dir, mein Lieber. Vielen Dank. Keine Lache ich dabei, aber vielen Dank. Millionen Popcorns. Deswegen gibt es auch diese Opferung BE, weil es länger dauert. Ja, das ist mit Absicht dazu gemacht, weil das geht jetzt einfach abartig. Jetzt der Ball. Der Ball ist einfach ultra stark jetzt, ne? Er sieht aber auch viel besser aus. Ist halt wie ich, ne? Je älter, desto besser sieht er aus. Sie würden dann doch auch viel schneller von mit mir bekommen, wenn sie mir das Geld verwenden würden. Ja, reg dich nicht auf, Century, Alter. Entspann dich mal. Ist halt Koop. Kannst du nicht erwarten, dass nicht alle Schimpansen sind. Mach halt nichts mehr, dann stirbst du sicher nicht. Ja, will ich auch nicht, aber ich will ja Popcorns haben. 5 Millionen meint schon. Schon mal nicht verkehrt. Ersetzt den Gesellschaftsaffen durch einen Sniper. Hi, Paule. Nee, dann würde ich ja keine Popcorns kriegen und nicht mehr so viel. Du kannst mehr Klimpaffen machen, damit der Alchemist länger Zeit hat, da er nicht alles kleben kann. Ach, echt nicht? Stimmt. Hast vermutlich recht. Hab ich eigentlich super Klebstoff? Hab ich nicht mal, Alter. Da fuck! Warum sagt mir das keiner? Alter, wie schnell die sind, ey. Die rushen durch. Wie viel von eurem kommt bei dir am aber an? Pff, ja, um 40 Cent. Hat nix, ne? Alter, die bleiben ja stehen! Wie geil ist das denn? Ich würde die Bank zu 2-2-0 machen, weil du wegen langen Runden ja langsamer Geld bekommst. Aber das macht keinen Unterschied, weil du kriegst auf 3-2-0 auch nur 16 Bananenstauden. Das ändert überhaupt nichts. Millionen, immerhin. Ein 200stel. Oder 150stel. Nicht verkehrt. Mein Mickey ist auf jeden Fall sogar noch diesen Monat. Nice, Lesch, schon mal. Ich danke dir vielmals. Schon mal im Voraus. Kannst du mal Koop machen? Das habe ich am Anfang gemacht, Spucks. Die Verbindung ist weniger optimal gewesen. Fand ich jetzt irgendwie weniger geil. Alter, wie schnell die sind, Mann. Die haben 2000 km/h drauf. 042, was ist denn 042? Stimmt. Ja, aber das ist. Na gut. Meinetwegen. Ihr sagt, ich mache. Wie immer, kennt mich ja. Sechs Millionen Popcorns. Wie viele brauchst du? Ich brauche 1 Milliarde. Dauert also noch ein bisschen. Hast du mein Haustier gewünscht? Ich hatte meine Katze, ja. Aber schon ewig nicht mehr. Ist damals mal weggelaufen irgendwann. Die war da einfach weg. 6,1 Millionen. Ist auch schon bei 850.000 Popcorns. Hi Claudi, um mir das Startgeld für Benjamin geben, damit sie Adoro bekommen. Entspann dich doch mal, Alter. Spielt halt nicht mit Randoms, spielt halt mit Mates aus meinem Discord-Server und sprecht ihr vorher mit denen ab. Ihr habt einen Voice-Chat und entspannt euch. 6,6 Millionen, nice! Ich hab da locker 5 Klebstoffschützen. Ich glaube, mehr bringen auch nicht viel. Was passiert, wenn du Popcorns hat? Ein Popcorn wäre auch cool. Okay, ich hatte das Achievement, aber ich glaube, das werde ich in dieser Runde nicht schaffen, weil 6,7 Millionen haben wir gerade mal. Warum wird der Bad Mob am Ende so schnell zerstört? Weil ich ja Permastacheln habe. That's it. Sag, ihr weißt, wie man Umfragen macht bei YouTube? Ja. I know it. 7,1 Millionen.
Ich bin unglücklich darüber. Paul Taste, dann bekommst du das Achievement. Wenn ja, mach doch eine Umfrage nur Singleplayer oder mal Koop. Hä? Das entscheide ich selber. Ach, das ist langweilig, Alter. Ich mach das ohne euch. Die Runde bleibt da trotzdem bestehen, ne? Doch, ist das öde, Alter. Ich hab gar keinen Bock drauf. Wir haben es 20.13 Uhr, das geht eigentlich noch. Eine Runde kann man noch. Wahrscheinlich mal eine Runde Koop. Ne, haben wir nämlich hier vor so einer Milliarde Schaden. Wir haben den Blumenmeister-Eichen müssen. Wir sind von. Der hat sich aktualisiert. Doch, hat er. Ich habe gerade mal 7 Millionen Schaden mehr gemacht. Das sind trotzdem noch 39%. Ich war vorher bei 389 Millionen, jetzt bin ich bei 396 Millionen. Das hat also nichts gebracht, die Zeit. Nicht zu viel zumindest.